Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Plays Stellaris. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge ist nicht so schrecklich viel passiert. Auch in dieser Folge wird nicht so schrecklich viel passieren. Wir haben hier eine schöne neue Kolonie und werden hier Forschung betreiben und Energie abbauen und ansonsten möglichst wenig machen. Um dort Forschung zu betreiben und vernünftig Energie abbauen zu können, brauchen wir auf jeden Fall hier Planetary Administration. Für Planetary Administration brauchen wir eine ganze Menge Leute. Und um vernünftig Forschung zu betreiben und Energie abzubauen, brauchen wir auch eine ganze Menge Leute. Hier oben haben wir eine ganze Menge Leute, die momentan Mineralien abbauen. Was nicht so super optimal ist, weil das können Roboter eigentlich viel besser. Das heißt, wir werden die Leute jetzt umsiedeln. Und das geht aber momentan noch nicht. Wir werden damit eine unserer Fraktionen... Oh, es gibt die gar nicht mehr. Ha! Ja, super. Die Fraktion, die unglücklich wird, wenn wir Leute umsiedeln, die hat sich aufgelöst. Super cool. Das heißt nämlich... machen wir das doch direkt mal. So, Resettlement allowed. Für die nächsten 10 Jahre kann ich das nicht mehr wechseln, ist mir vollkommen Schnuppe. Und dann schauen wir doch mal, dass wir hier... Wie ging das nochmal? Resettle, genau. So, und wir wollen die nach hier umsiedeln. So. Wir wollen zum Beispiel den hier umsiedeln. Wir wollen den hier umsiedeln. Wir wollen den hier umsiedeln. Und wir wollen den hier umsiedeln. Das kostet uns 500 Energie. Das ist eigentlich überhaupt nicht teuer. Ich habe keine Ahnung, warum das so günstig ist. Dabei habe ich doch die Eigenschaften überhaupt nicht, dass das irgendwie gut sein soll, das Resettlement. Ich glaube, ich habe sogar irgendwas, was das verschlechtern sollte. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall hier die Planeten anpassen, bevor ich irgendwas anderes mache. Das heißt, ich baue hier mal ein Robo. Ich baue hier mal ein Robo. Ich baue hier mal ein Robo und ich baue hier mal ein Robo. Dann ist die komplette Welt jetzt eigentlich voll mit Robos, außer da, wo sie nicht so gut für geeignet sind. Das ist Unity und Energie. Hier oben baue ich momentan noch Energie ab, das werde ich aber jetzt ändern. Hier baue ich momentan Essen ab, das werde ich auch ändern. Und dann ist die ganze Welt mit Mining Networks vollgepflastert. Ja, super. so lobe ich mir das. da wird eine ganze Menge Mineralien werden da entstehen. So, da muss ich mir die zweite Welt angucken. Da sind meine ganzen Leute nämlich momentan arbeitslos. Der hier kann, wenn er eh schon nichts anderes zu tun hat, kann er eigentlich ein bisschen Futter abbauen. Und dann fange ich an, hier im großen Stil erstmal Labore hochzuziehen. Jetzt kann ich das Ding hier auch direkt das Upgrade machen. Super. Dann kann ich nämlich bessere Gebäude bauen. Dann kann ich hier ein Labor bauen. Er baut hier Energie ab. Das wird auch so bleiben. Hier werde ich tatsächlich Energie unter anderem auch abbauen auf dieser Welt. Das heißt, hier kann ich auch direkt ein Kraftwerk draus machen und wenn er hier fertig ist, dann kann ich den Energienexus bauen oder was. Ich weiß nicht, wie die erste Stufe heißt. So, dann hätte ich das zumindest schon mal erledigt. Ich baue hier, weil ich sonst tatsächlich, wenn ich hier erstmal anfange, groß die Nahrung noch abzureißen, in Nahrungsschwierigkeiten kommen könnte, werde ich hier direkt mal eine Farm bauen tatsächlich. Und dann werde ich hier ein... ich setze den hier hin, wo er jetzt momentan Forschung abbaut und dann baue ich hier ein Labor hin. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und hier oben reiße ich schon mal den Blocker ab. Dann kann ich... Eigentlich kann ich das jetzt schon machen, oder? Ich kann jetzt schon einen Betharian Power Plant bauen. Oder brauche ich dazu Planetary Administration? Ich weiß es nicht so ganz, aber ich werde tatsächlich gerade die Gebäude nochmal abbrechen. Denn das Betharian Power Plant, das bringt mir wesentlich mehr als alles andere, was ich hier gerade baue.
So, dann werde ich nämlich erstmal den Blocker hier klar machen und dann werde ich mal gucken, ob das, ob ich dann schon das Betharian Power Plant da bauen kann. Wenn ja, dann wäre mir damit wirklich sehr geholfen. So, hier oben bauen wir den Starport aus zu einem Starhold, weil ich Forschungen am Laufen habe, die mir gleich tatsächlich was bringt, wenn ich das Ding, die dafür sorgt, dass es mir was bringt, dass ich das Ding ausbaue. So. Hier bauen wir gerade mal noch meine zwei Stationen. Schwupp. Und den hier bewegen wir schon mal in Richtung dieses Systems hier, damit ich... Hier wird nämlich langsam die Zeit ein bisschen knapp. Hier oben ist der Blocker frei. Kann ich jetzt mein Betharian Power Plant bauen? Nee, dafür brauche ich tatsächlich Planetary Administration. So, ist hier noch irgendwas zu tun? Nee. Das ist, also diese Welt ist so ein wildes Potpourri an verschiedensten Sachen. Das sollte man vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen mehr min-maxen. Aber momentan nicht. Erstmal die beiden Welten min-maxen, die ich jetzt gerade, wo ich jetzt gerade eh schon dabei bin. Und hier muss ich eh warten, bis meine ganze Construction Queue fertig ist, damit ich hier den Blocker noch machen kann. Und da noch einen weiteren Robo bauen kann. So, wir machen eine ganze Menge Mineralien, das ist schon mal schön. Und hier ist es ja tatsächlich so. System Reconnaissance completed. Dass man die nicht unbedingt so super schnell ausgeben muss. Wie in einem anderen Echtzeitstrategiespiel, in StarCraft oder sowas, da sind Overmins immer super scheiße. Hier ist es ein bisschen gechillter, glaube ich. Alles andere wäre auch sehr schade. Alles andere würde nämlich heißen, dass ich gerade komplett abkacke. So, das Ding bauen wir aus. Hier, das Ding bauen wir aus. Das ist auch gut. Da kann ich nämlich auch gleich noch die Station bauen, ne? Die Mining Station, bla bla, irgendwas mit Gas Mining. Construction complete. So, hier breiten wir uns auch weiter aus in Richtung Norden. Jetzt ist die Frage, spare ich mir lieber meinen Influence und sage, ich baue jetzt hier die Starbase. So, ne, jetzt sollte ich da noch nicht eine Starbase complete in Auftrag geben, sondern erst, wenn ich die Starbase dort fertig habe. Dann kann ich mich ein bisschen schneller in Richtung Norden ausbreiten, wenn ich mit dem einen Schiff die Starbases baue und mit dem anderen die Mining Stations hinterherziehe. Denn ich sollte auf jeden Fall darauf achten, dass ich hier die Chokes zumache. Also das System hier auf jeden Fall und das System. Und die Jungs hier, erstmal mögen die mich nicht. Und zweitens haben die keine große Möglichkeit mehr, sich sonst noch auszubreiten. Das heißt, die werden wahrscheinlich in diese Richtung hier gehen. Und da muss ich halt aufpassen, dass ich da schnell genug dicht mache. Bei den anderen ist es nicht so schlimm. Die mögen mich so halbwegs zumindest. So, das eine System hier machen wir noch. Und dann ist auch dieses Forschungsschiff fertig. Ne? Wo ist eigentlich mein Forschungsschiff, das eben verschwunden war? Das ist nämlich hier schon wieder aufgetaucht. Das kann dann auch genauso gut hier Assist Research machen. Der Junge ist immerhin Stufe 5, das heißt, er kann eine ganze Menge. So, hier haben wir tatsächlich Planetary Administration, super. Können wir hier nämlich unser Betharian Power Plant bauen. Dann können wir danach das Monument upgraden. Dann können wir in dort, wo eigentlich das Power Plant ist, können wir schon mal einen reinsetzen. Und dann können wir hier noch den Energie, das Energy Grid bauen. Schwupp. So sieht's aus. Und wenn das fertig ist, dann setzen wir nämlich den hier direkt rein, dann machen wir eine ganze Menge Energie dadurch. Und wo wir eh Energie übrig haben, aber wir haben keine Bauzeit übrig. Ich lasse es erstmal noch. Die Blocker lasse ich erstmal noch. So, jetzt haben wir erhöhtes Bevölkerungswachstum, weil wir schön viel Nahrung gespeichert haben. Aber ich würde sagen, wir brauchen das erhöhte Bevölkerungswachstum momentan gar nicht. Das heißt, wir sagen, wir können noch mehr Nahrung speichern. Für schlechte Zeiten. Construction complete. So, hier hätten wir das nächste System.
dann breiten wir uns weiter aus und dann haben wir, wenn wir das fertig haben, genug Influence für das nächste. Das heißt, wir müssen dann nur noch einmal kurz warten und dann sind wir hier durch und haben den Choke zugemacht. Das ist dann schon mal gut, dann baue ich hier direkt eine Starbase. Ich muss nicht unbedingt hier die beiden Systeme haben. Zumal die sowieso nicht so gut sind, ne? 4 Physics Research, ich meine, wenn das in einer Station ist, oder es in einer Station, ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Naja, muss ich mal gucken, wie schnell sich die Gegner hier ausbreiten, oder der Gegner, er hier ist ja eher ein Freund. Wenn ich dieses System kriege, dann sollte ich dieses System auch kriegen, weil ich brauche nicht unbedingt noch einen zusätzlichen Border Friction mit dem hier oben. Mit dem komme ich ja eigentlich bisher ganz gut klar und das wäre gar nicht so schlecht, wenn das so bleiben würde. So, wie sieht's hier aus? Wir haben gleich unser Betharian Power Plant. Und, Moment, was kann ich hier machen? Ich soll... Achso, ich könnte, ich wäre an der Stelle, wo ich meinen Vertrag mit denen verlängern könnte, glaube ich. Aber ich sage einfach... Ja, ich hoffe, es geht, also weil sie mir keine Vertragsverlängerung angeboten haben, sage ich ihnen einfach, ich hoffe, euch geht's okay. So, wie sieht er hier jetzt aus? Gucken wir uns das Ganze mal an. Construction complete. Der macht geschmeidige 16 Energie und ich habe noch nicht mal meinen Energy Grid fertig. So sieht's nämlich aus. Deswegen wollte ich das Ding unbedingt haben, weil das halt einfach unklar viel Energie macht. So, wir haben Schilde. Das heißt, wir können jetzt langsam auch tatsächlich mal über Flottenverbesserung nachdenken, was? Ich werde mal... Hyperdrive 2, nee, dafür reicht jetzt mein Reaktor, glaube ich, nicht mehr vernünftig. Ich werde mal Improved Reactor Booster erforschen. Was soll ich sonst machen mit meiner Zeit? So, hier oben haben wir eine neue Basis fertig. Haben wir genug Influence? Ja, wir haben genug Influence, um uns weiter auszubreiten. Sollte jetzt mit hoher Geschwindigkeit passieren. So, wenn er hier fertig ist, dann macht er hier gleich weiter. Mining Stations, zack. Research Stations. Und dann kann er hier auch gleich weitermachen. Mining Stations, zack. Research Stations. So, dann baue ich meine Systeme schön aus. Habe auch nur noch 14 Influence, das heißt, danach kommt das Ganze hier gerade mal zu einem Halt. Aber nicht so schlimm. Den Choke habe ich dann relativ schnell. Und dann ist der kritische Moment da oben eigentlich auch schon erledigt. So, und dann sollte ich langsam tatsächlich mal darüber nachdenken, hier meine Flotte ein bisschen auszubauen. Construction complete. So, habe ich die Technologie inzwischen fertig? Nee, das dauert noch 26 Monate. Wenn ich die Technologie nämlich habe, dann kann ich sehr interessante Gebäude hier drin bauen. Momentan kann ich sie aber noch nicht bauen. Ich würde mal sagen, ja, eine Schiffswerft noch. Brauche ich im Moment noch nicht. Ich baue erstmal noch ein Anchorage. Wichtig ist, dass ich hier erstmal eine Schiffswerft und ein Anchorage drin habe, für das, was ich da gleich an Gebäuden reinknallen werde. Eigentlich, wenn ich hier so weit oben im Norden, bräuchte ich hier dann in diesem System oder hier oder sowas dann meinen nächsten Flottenstützpunkt und damit meine momentan letzte Basis. So genug Influence habe ich noch nicht, um hier weiterzumachen, das heißt, der nutzt mal seine Zeit vernünftig. Oh, unser Active Sensor Link ist nicht mehr aktiv. Ja, ist mir momentan egal. Brauche ich momentan nicht. Ja, mal gucken, wenn sie mir einen neuen anbieten, dann nehme ich den auf jeden Fall an. Ist ja nichts durch verloren. So, und wir haben eine neue Fraktion. Die sind nicht so glücklich, weil die Free Movement wollen. Das ist mir egal. Und außerdem, das, was ich aus der Umsiedlung haben wollte, das habe ich inzwischen. Das heißt, sobald es möglich ist, werde ich das sowieso wieder aufheben. Und werde das Ganze wieder auf erlaubt stellen. Das dauert aber noch 7 Jahre. Ist aber kein Problem. So. Dann ist mein
Forschungsschiff hier oben jetzt komplett arbeitslos. Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem groß machen soll. Kann ich mit zwei Forschungsschiffen gleichzeitig Assist Research machen, wäre die große Frage. Ansonsten löse ich den auf. Was soll ich sonst mit dem machen? Nee, geht nicht. Ja, was mache ich denn dann mit dem? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gucken wir mal, wo ist hier ein Gebäude unbesetzt? Was ist denn mit ihm? Ach so, er ist wahrscheinlich hier migriert, ne? Auf den anderen, auf meinen neuen Planeten. Davon gehe ich mal aus. Ist aber nicht so schlimm, wächst ja einer nach. Genau, einer von denen hier ist es. Und ist hier auch einer runter migriert? Ach so, da ist der runter migriert, ja, okay. So, ich baue mal hier meine Mining Networks aus. Da arbeiten zwar noch nicht überall Pops drin, aber egal, dann vergesse ich es nachher nicht. So, und hier baue ich gerade mein Energy Grid. 33 Tage, dann gucke ich, muss mir gerade unbedingt noch angucken, wie viel das bringt hier für meinen Mytherian Power Plant. Das muss ich mir reinziehen. Construction complete. So, kommt Leute, zeigt es mir. Construction complete. Von 16 auf 18, nicht schlecht. Und da kommen ja noch die anderen Energiegebäude noch dazu, die ich mir hier noch leisten werde. So, dann jetzt auf jeden Fall Basic Science Lab hier. Basic Science Lab hier. Kriege ich immer noch plus 5 Nahrung, das reicht noch locker. Dann verschiebe ich den hier mal nach da, wenn das Basic Science Lab dann fertig ist. Und hier räume ich mal ein bisschen auf. Den Blocker hier mache ich mal noch nicht frei. Aber da kann ich nochmal eine ganze Menge Energie rausholen später. Zwei meiner, ich weiß nicht wer mit wem, aber irgendjemand hat ein NAP unterzeichnet. Soll mir erstmal egal sein. Ich habe keinen großen Nachteil davon, wenn sich die Leute verstehen, weil ich momentan halt nicht so aggressiv drauf bin. Es kann sich später sicherlich noch ändern, aber momentan habe ich da einfach nichts von. So, hier oben wird weiter expandiert. Ich habe 67 Influence momentan. Ich meine, ich brauche 75 war das, ne? Ja, ja genau, 75. Aber egal, wir pflanzen uns hier oben in der nächsten Folge weiter fort. Ich mache für diese Folge erstmal Schluss und dann bauen wir vor allen Dingen in der nächsten Folge unsere Flotte ein bisschen auf. Das muss auch mal sein, vor allen Dingen wir haben so viel Mineralien übrig und wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Wir haben zu wenig Influence, um hier stark zu expandieren. Irgendwo müssen die Mineralien ja hin. Und dann kann ich genauso gut meine Flotte aufbauen. Also, wir sehen uns vielleicht nächstes Mal wieder und bis dann.